Warum spielst du in letzter Zeit so wenig Yu-Gi-Oh! Duel Links? Weil keine Zeit. Alter, Metal! Denk dran! Rank 1 und du guckst JoJo's. Winky Face! Spielst du auch noch das Pokémon TCG? Nee. Aber ich halte mich auf dem Laufenden, was so die Ergebnisse angeht. Aber wenn ich mein Shiny Wormball bekomme, nice! Immer schön am Flexen. Excuse me, durch die Geschwindigkeit der Bahn ist es geflohen. Wie kann das denn sein? Ich meine, wenn du da drauf drückst, dann encounterst du es doch. Und dann solltest du es ja eigentlich haben. Weil wenn du einmal in diesem Screen bist, musst du es ja nur fangen. Aber ich bin mit diesem technischen Know-how auch nicht so vertraut in Pokémon Go. Was sagst du denn den Pokémon of the Year? Quajutsu? War eigentlich klar. Quajutsu ist mega beliebt in Japan. Also in Japan, da geht das Ding durch die Decke. Quajutsu, das ist, weiß ich nicht, mega beliebt in Japan. Bei uns ist es auch beliebt, aber nicht so beliebt wie in Japan. Du kannst es auch behalten, Ringleinsti. Also es macht eigentlich keinen Unterschied. Du kannst damit züchten. Zeraora, Zeraora ist auch cool, ja. War auch recht beliebt tatsächlich. Goldene Himi drauf plus Hyperball und dann nach einem Wackler war es weg. War bisher mein einziger Shiny. Ah, RIP. Das musste richtig wehtun. Ich habe zum Glück noch nie die Erfahrung gemacht bei Shinies. Ich habe bei dem Sichlo erst eine Sananabeere benutzt und dachte mir so, Alter, ganz ehrlich, das kann ja eigentlich nicht angehen, dass da irgendwie sowas in der... Oh mein Gott! 120 Eier in Appet! In Appet! Alter Schwede! Ich hab's erst gar nicht erkannt! Ich hab's erst gar nicht erkannt! Du kleines Olivenäuglein! Was ist hier los? 120 Eier to go! Shiny Salanga, it happened, meine Damen und Herren! Ich habe keine Ahnung, was in letzter Zeit los ist, aber... Ich freue mich, I guess! Weird Champ. Alter, ich hab's erst gar nicht erkannt. Was ist denn der Unterschied? Die Augen. Aber nur die Augen? Es ist auch ein bisschen grauer, kann das sein? Die Farbe ist leicht dunkler. Ja, es ist leicht grauer, habe ich das Gefühl. Can't complain, I guess. Alter, zum Glück brauche ich hier die Hidden Ability nicht, weil in letzter Zeit war ich, was das angeht, sehr unlucky, was die Hidden Abilities angeht. Aber das ist natürlich richtig, richtig praktisch. Alter, ich habe es vor der Animation erkannt. Hast du selber eins? Ich hab's nicht erkannt, tatsächlich. Ja, die Augen sind auf jeden Fall ganz anders. Sick! Warum machst du die Musik immer auf Null? Weil ich nebenbei Custom Music laufen hab. Habe ich eben gesagt 6 to go? 5 to go. Winky Face. Auch schon Mewtwo Raids gemacht? Ja, wir haben eben ein paar Mewtwo Raids gemacht, tatsächlich. Geil. So, Pokémon Center. Ich meine, ich weiß, wie die Weiterentwicklung aussieht. Einfach, weil ich das G-Max geleacht habe irgendwann mal. Aber wir müssen es natürlich trotzdem entwickeln, weil ich wissen will, wie es aussieht. Ist es jetzt ganz unten oder ist es ganz oben? Immer noch ganz unten. Es ist ganz unten, alright. 120, alright. Sage ich nicht nein, du. Wann entwickelt sich das? Komprimator? Nee, danke. Ist nicht kein Komprimator. Vielleicht ist es was fürs VGC. 300 XL-Bonbons, kannst du mal sehen. Da hat sich das Farmen zu Weihnachten gelohnt. Während dem Bot-Ugel-Event. Shiny Salanga!
Zeig mir, wie du aussiehst, wenn du dich weiterentwickelst. Das sieht actually ziemlich geil aus. Sanaconda. Ich hab's nicht so geil in Erinnerung. Yo. Das ist null anders. Doch. Es ist dunkler. Es ist dunkler. Es ist dezent dunkler. Hier, guck. Es ist viel dunkler. Oh, Junge. Ich finde, das sieht richtig geil aus. Ich finde, das sieht richtig geil aus. Ich weiß nicht, warum. Es ist nicht ein großer Unterschied. Aber es sieht richtig geil aus. Finde ich. Also mir gefällt das richtig gut. Beim G-Max sieht man das nicht so sehr. Das ist das G-Max. Das ist das Shiny G-Max. Hier sieht man das tatsächlich nicht so doll. Aber hier sieht man es einfach. Ich finde das ziemlich geil, wenn ich ehrlich bin. Das ist... Ihr werdet mich jetzt für verrückt halten, aber ich finde, das ist eins meiner Favoriten. Also es ist definitiv unter den Top 10 Shinies, finde ich. Ich hätte nicht gedacht, dass es so aussieht. G-Max sieht man auch. Ja, aber nicht so gut wie das normale, finde ich. So, wir brauchen einen Namen dafür. Wir brauchen einen Namen für die Schlange. Orochimaru. Alter, auf geht's. Ah, ja, ja. Extra für meinen Freund Annie. Weil er ja Anime so mag. Orochimaru-sama. Ah, ja, ja. Sasuke. Ja, Leute, das war Shiny Sana... Nee, Sanaconda into... nee, Salanga into Sanaconda. 5 Galar-Shinies to go. 5 wichtige Galar-Shinies, sag ich mal. Wichtigere, einfachere. Und wenn euch das Video gefallen hat, liebe YouTube-Plebs, denkt dran, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut in den Streams vorbei. Link ist unten in der Beschreibung. Ich finde, gerade im Schwerball sieht das Ding absolut fantastisch aus. Und ich wollte mit dem G-Max ohnehin ein paar coole Teams bauen. Deswegen... Bin ich sehr zufrieden, muss ich gestehen. Ja.